Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Baby to Go, der neue Film mit Emilia Clarke. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Eine stress- und schadstofffreie Umgebung ist für eine gesunde Schwangerschaft unerlässlich. Jetzt geht's los. Wie sorgen wir dafür, dass sich unser Ungeborenes in Utero nicht langweilt? Wir bieten eine Auswahl an Musik an. Hörbüchern und Podcasts in vielen verschiedenen Sprachen. Bei der Ernährung können Sie die Geschmacksrichtungen individuell gestalten. Es ist wichtig, Babys verschiedenen Geschmäckern auszusetzen, damit sie später nicht zu mäkelig werden. Der Film spielt in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. Wir haben ein Paar, nämlich Rachel und Alvy. Die haben einen Kinderwunsch. Doch in der Arbeit läuft es bei Rachel eigentlich so wirklich gut, dass eben so ein Kind für sie irgendwie nicht so in Frage kommt. Auf der anderen Seite möchte halt Alvy, weil er Botaniker ist, eine natürliche Geburt. Denn es gibt mittlerweile die Möglichkeit, auch mit einer künstlichen Gebärmutter, was allerdings sehr kostspielig ist, ein Kind zu bekommen. Und für Rachel ist das nicht so ein abwegiger Gedanke, denn sie kann so weiter produktiv in ihrem Job bleiben. Und als sie dann eine Beförderung bekommt, bekommt sie auch die Möglichkeit, ja, eine Art Zuzahlung von der Arbeit da für diese künstliche Schwangerschaft zu bekommen. Dementsprechend wird dieses Paar sozusagen da hineingeworfen, ohne wirklich ausgediskutiert zu haben, was wollen sie denn wirklich und kommen sie damit klar und was sind ihre eigenen Empfindungen. Und die werden jetzt so nach und nach während dieser künstlichen Schwangerschaft aufgearbeitet. Und die Figuren entwickeln sich sozusagen auch weiter, auch natürlich hingegen dem, was man erstmal in ihrer Grundhaltung erwarten mag. Das ist die Grundstory. Und man muss sagen, die Idee ist cool und die ist interessant. Allerdings wird sie an einigen Stellen nicht weit genug gedacht. Es geht immer nur darum, dass die Frau nicht beeinträchtigt wird in der Schwangerschaft. Aber gar nicht so darüber hinaus gedacht, dass wenn man dann ein Kind hat, dass man dann natürlich auch noch eine große Verantwortung trägt und nicht sich komplett dem Job widmen kann und trotzdem das immer noch ein zeitlicher Faktor ist zum Beispiel. Also das ist nur in einem sehr kleinen Rahmen und das wird auch zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise angesprochen, dass es irgendwie darüber hinaus noch gehen könnte. Dementsprechend ist die Idee leider nicht zu Ende gedacht worden, trotzdem interessant gemacht, aber die Figuren haben mich leider nicht so wirklich mitfühlen lassen. Das war alles nett, man hat das nebenbei schnell weggeguckt, aber es war jetzt nicht so, dass man voll die ganze Zeit bei den Figuren dabei geblieben ist und mit denen mitgefühlt haben. Deswegen erzählerisch leider nur 2 von 5 Punkten. Schauspielerisch machten die Hauptdarsteller einen guten Job. Wir haben Emilia Clarke dabei, die wirkt anfangs etwas nüchtern und kann erst nach und nach so aufblühen in ihrer Figur. Dazu haben wir Jivitel Ejiofor. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und der ist durchgehend in seiner Figur harmonisch. Also das funktioniert gut. Der ist auch der Einzige, mit dem man so ein bisschen connecten kann in der Geschichte. Und insgesamt der Cast ist in Ordnung, 3 von 5 Punkten. Das Production Design ist an sich sehr schön geworden. Also da kann man nicht meckern. Das ist eine tolle Welt, die hier erschaffen wurde. Dazu haben wir ein tolles Production Design. Und auch wie sie das Ganze mit diesen Pots und sowas gemacht haben, also mit diesen Eiern, das ist wirklich schönes Design, hochwertig und man nimmt ihnen das zum größten Teil auch ab, auch wenn man nicht ihnen ganz abnimmt, zum Beispiel, dass das Ganze in New York spielen soll. Das sieht leider schon ein bisschen sehr europäisch aus, ist halt auch eine belgisch-französische Produktion. Dementsprechend am Ende, aber voll in Ordnung, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Baby to Go ist ein schlechter deutscher Titel, also Pod Generation im Englischen ist ein deutlich besserer und insgesamt macht der Film vieles richtig, ist aber am Ende nur so okay bis durchschnittlich geworden. Die Geschichte ist interessant und spannend. Dazu haben wir ein Schauspiel, das ganz gut abliefert. Aber dieser große Mehrwert am Ende, dass das so eine Revolution für die Frau sein soll, das nehme ich dem Film leider so insgesamt nicht wirklich ab. Und da hätte mehr drin sein können. Mehr im Sinne von, ja, was kann das denn für die Frau wirklich bedeuten? Weil er sich dann doch an einigen Stellen schon an vielen Klischees bedient. Deshalb 3 von 5 Punkten für die Empfehlung. Man kann sich den im Kino anschauen. Es wird aber auch wahrscheinlich vollkommen zu Hause reichen. Insgesamt 11 von 20 Punkten. Okay, bis durchschnittlicher Film. Nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Kann man sich anschauen, muss man allerdings nicht. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!